Jawohl, come on, sagen wir jetzt hier nur im Lifestyle-Bereich. Bin sehr, sehr froh, dass er hier ist. Menderes heute bei uns in der Sendung. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Und von der Booking-Fabrik Carsten Krupka natürlich auch wieder mit dabei. Ja, du hast bei dir auf der Homepage ein sehr, sehr schönes Zitat stehen von Bertolt Brecht. Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und du kämpfst. Und das verdammt gut. Du bist unglaublich viel unterwegs gerade. Ist alles gut von den ganzen Auftritten her? Zum Teil sind es ja mehrere Auftritte auch am Tag, habe ich gesehen, oder? Ja, stimmt. Also wir haben sehr viele Angebote erhalten und wir sind tagtäglich unterwegs und es macht mir auch Spaß und ich freue mich über diese tolle Resonanz, also die wir erhalten haben, und mittlerweile bekomme ich jetzt nur noch positive Aufmerksamkeit und darüber freue ich mich sehr. Ja, war ja auch während des Dschungelcamps so, auch von vielen, vielen anderen Künstlern, die an deiner Seite auch gestanden haben, da kamen ja unglaublich viele mit dabei. Ich kann mich an viele erinnern, die mitgemacht haben. War das für dich, hast du es im Nachhinein dann erst erfahren, wie es dann wirklich hier auch war, die positive Resonanz? Hat man überhaupt was mitbekommen im Dschungel? Also wenn ich ehrlich bin, habe ich davon nichts mitbekommen. Ja. Also ich habe immer mit dem Schlimmsten gerechnet. Also ich wusste nicht wirklich, wie die Leute auf mich reagieren werden, wenn ich wieder aus dem Dschungel kommen werde. Ich habe mir jetzt irgendwie vorher gar nicht darüber so viele Gedanken gemacht, weil wir waren halt im Dschungel und dann haben wir uns halt nur darauf konzentriert. Und wenn ich auch jetzt ehrlich bin, jetzt, ich konnte ja auch gar nicht die ganzen Sendungen jetzt noch anschauen, also das muss ich noch nachholen. Du bist immer ständig unterwegs. Ja, das stimmt. Also ich hatte einen Tag mal Zeit, obwohl da hatte ich auch einen Termin, aber den habe ich dann verschlafen, weil ich den ganzen Tag irgendwie verpennt habe, wirklich. Und ich war wohl so am Ende meiner Kräfte und man merkt jetzt erst nach all dieser Zeit, dass du jetzt in so ein, ja, nicht so ein tiefes Loch, aber so ein kleines Loch fällst du so, weil du nicht damit gerechnet hast, dass so viel auf dich einprasselt. Aber das ist natürlich positiv, ich bin natürlich dankbar, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, wie soll ich erklären, also das hat einen so wirklich schon umgehauen, auch ein wenig. Manchmal, es gab so Phasen, wo ich echt nicht, bei mir hat das immer so geschwankt, also ich hatte so schon, habe Stimmungsschwankungen bekommen und war, manchmal konnte man das auch gar nicht steuern, aber mittlerweile komme ich damit einigermaßen zurecht, so mit den ganzen Nachrichten. Wir haben so unzählig viele Nachrichten, über 20.000 Nachrichten, so viel Fanpost. Ja. Übrigens, das kann ich auch kurz mal ansprechen, mein Postfach ist übergequollen, also quasi so viele Briefe haben wir erhalten. Wahnsinn. Ich freue mich, dass so die Leute so zahlreich Briefe mir zugesandt haben, aber ich bin noch gar nicht dazu gekommen. Ich war in Australien. Ich bin nach Hause gekommen und war schon wieder unterwegs. Ja, also ich bin gar nicht dazu gekommen, verschiedene Sachen zu erledigen, also private Angelegenheiten. Und ich hoffe, ich habe ein paar Tage demnächst so für mich auch selbst, wo ich mich auch ein bisschen sammeln kann und auch mal ein bisschen Zeit für mich habe, weißt du? Aber es ist ja dein Traum. Du lebst ja quasi gerade deinen Traum und es geht richtig positiv nach vorne, wenn man so die Zeit mal zurückdreht von 2002 bis jetzt. Ist es ja unwahrscheinlich viel passiert. DSDS natürlich ganz zu schweigen von den ganzen Staffeln, aber alleine jetzt nach der Dschungelcamp-Geschichte, obwohl du ja auch schon vorher auch schon viel unterwegs warst und Auftritte hattest auch. Ja, ich hatte in der Vergangenheit, ich mache das jetzt schon seit einigen Jahren, diese Auftritte, und verdiene damit einen Lebensunterhalt. Und das wissen ja auch viele Leute nicht. Ich glaube, viele Leute lernen mich jetzt neu kennen. Die denken, ich mache das jetzt erst seit kurzem, das mit den Auftritten. Also ich mache das jetzt schon seit Ende 2007. Ja. Und es läuft sehr gut. Also ich bin dankbar, dass ich das machen darf. In der Vergangenheit habe ich ja nie damit spekuliert, irgendwann mal damit Geld zu verdienen. Das hat sich einfach so spontan entwickelt. Ja. Und es ist ja umso schöner, wenn du etwas machst, was dir Spaß macht und damit noch Geld verdienst. Und dafür bin ich dankbar. Und es läuft optimal. Also ich will mich nicht beklagen. Also es läuft super. Also momentan ist, glaube ich, meine erfolgreichste Zeit. Ja. Carsten, bist du auch zufrieden mit Menderes? Es ist unglaublich viel. Ihr präsentiert ja auch diverse Veranstaltungen mit ihm hier auch, unter anderem bei uns in der Region. Ja, natürlich. Wir haben uns im September letzten Jahres kennengelernt. Das war ein Konzert unter anderem mit Jens Büchner. Ja. Und dort haben wir uns privat getroffen. In Aalen war das, ne, Menderes? Spontane Aktion. Ja. Und dort haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Und wir haben im November mit dem Management von Menderes vereinbart, etwas zusammen zu machen. Ja. Und da wussten wir noch nicht, dass du Dschungelkönig wirst. Und das ist natürlich ein Goldgriff. Ich habe auch viele Anrufe geleistet. Das wollte ich nur mal mit dazu sagen. Ja, gut zu wissen. Dankeschön. Ja, und in dem Zusammenhang würden wir und werden wir im Mai und Juni drei Konzerte planen wir.
und würden das jetzt hier auch gerne für die interessiert sind, 10 Freikarten verlosen heute. Oh, da gibt es bestimmt eine Menge Interessenten da draußen. Und würden das an die info@bookingfabrik.com genau, bitte schicken lassen. Genau, das werden wir mal einblenden, die Mailadresse, genau. Und es muss mit Sicherheit, kann ich mir vorstellen, doch eine Frage beantwortet werden. Es muss eine Frage beantwortet werden, die dürfte für den geneigten Menderes-Fan nicht so schwer sein. Mir ist gerade was spontan eingefallen. Bitte. Vielleicht können wir ja auch sagen, wann war mein erster Recall-Zettel? Wann habe ich den erhalten? Oh, okay. Das ist noch viel besser. Ja, das glaube ich besser. Das, die Zeit, die wir jetzt dazwischen haben, dürfte reichen zum Nachdenken. Es gibt ja auch Google und solche Angelegenheiten. Also die Zeit, wo, oder das Jahr, wo du den Recall-Zettel bekommen hast. Bei welcher Staffel das war. Okay, bei welcher Staffel das war. Also in welcher Staffel war ich, bin ich zum ersten Mal in Recall gekommen? Und, oder das Jahr reicht auch aus. Also entweder welche Staffel das war oder halt welches Jahr. Genau. Gut. Und da bitten wir darum, schickt an die info@bookingfabrik.com eure Antworten. Die ersten 10 bekommen dann eine Karte. Und das werden wir dann im zweiten Take. Mit Sicherheit werden wir dann hoffentlich auch ein paar Namen vorlesen. Ich werde, nehme an, da kommen auf jeden Fall viele, viele Zuschriften auch. Bei dir ja auch unglaublich viele Zuschriften, auch bei dir auf der Facebook-Seite. Ich habe es gerade mal aufgemacht. Wir nähern uns so langsam den, der halben Million Personen, die es gefällt. Aber ganz wichtig, klär doch mal deine Fans auf, weil ich sehe es immer wieder auch bei den Kommentaren. Es sind so viele Kommentare drunter, wo viele Leute schreiben, geht's dir gut? Du siehst vielleicht gerade ein bisschen müde aus, hast so viel zu tun. Aber wie ich eben schon sagte, du lebst ja deinen Traum. Das ist das Ding, was dir natürlich gerade momentan so viel Spaß macht. Von daher kannst du vielleicht den Leuten auch sagen, es ist alles okay. Also ich weiß nicht, ich will die Leute ja auch nicht jetzt irgendwas, ich bin jetzt auch kein Schauspieler, ich möchte jetzt auch nicht was vorspielen oder den Leuten irgendwas weismachen, was nicht der Wahrheit entspricht. Weißt du, ich will den Leuten auch schon die Wahrheit erzählen. Also natürlich gab es auch Momente jetzt, jetzt nicht nur abgesehen jetzt von dem Dschungel, okay, ich kann ja auch mal kurz mal darauf eingehen. Also nach dem Dschungel bin ich schon so ein bisschen tiefes Loch gefallen sozusagen. Also ich konnte damit jetzt nicht so umgehen. Es war halt schon zu viel für mich und ich bin dann von einem Termin zum nächsten Termin und das war, ich konnte nicht wirklich schlafen. Ich hatte ja schon davor schon sehr viele massive Schlafprobleme und ich bin ehrlich, also es war schon, ja, also ich war schon K.O., wenn ich ehrlich bin. Also ich bin jetzt immer noch nicht fit. Also ich habe Schlafmangel und so viele Termine und dann bist du, fährst von einem Termin zum nächsten Termin. Das ist jetzt nicht so leicht. Also natürlich gibt es viel Schlimmeres im Leben, klar, aber für mich war das schon eine Menge Holz, also in den ganzen Wochen jetzt nach dem Dschungel. Ich hatte nicht einen Tag für mich, weißt du, und ja, wie gesagt, ich habe halt Stimmungsschwankungen, das kann ich auch offen zugeben und gibt es auch manchmal depressive Phasen in meinem Leben. Ich will den Leuten nicht irgendwas vorspielen, also ich sage ganz ehrlich, das ist halt so und ich kann das selber nicht kontrollieren und manchmal und auch nicht selber steuern. Und aber ich freue mich natürlich, wenn es auch mal Phasen gibt, wo ich mich gut fühle und dann genieße ich das auch und bin dankbar dafür. Und aber ich freue mich, dass die Leute so positiv darauf reagiert haben und mich unterstützt haben im Dschungel. Es ist jetzt nicht so, dass die Leute denken, oh, er ist jetzt abgehoben oder er ist arrogant, sondern es gibt halt so Phasen in meinem Leben, manchmal will ich einfach alleine sein und das geht dann manchmal nicht, weil die ist schwer momentan mit dem alleine sein. Weil jeder halt ein Interview möchte oder, man, oder die Kameras mit mich begleiten wollen und manchmal gibt es so Phasen, wo ich in dem Moment bin ich einfach nicht gut drauf. Ist halt so, ich mache das nicht extra, sondern das ist halt so eine menschliche Reaktion, glaube ich, keine Ahnung. Es gab ja in der Vergangenheit auch natürlich Momente in meinem Leben, wo es nicht so optimal lief. Deswegen schätze ich das momentan und bin dankbar. Aber natürlich gibt es auch Phasen, wo ich mich nicht so wohl fühle dabei. Nicht, dass die Leute das mir übel nehmen. Das ist genauso wie mit den Nachrichten jetzt auf Facebook. Wir haben über 20.000 Nachrichten bekommen. Ich kann nicht jedem direkt antworten. Ja. Das dauert einfach. Das ich bedanke unmöglich. Mich natürlich gelegentlich, komme ich dazu und dann schreibe ich Dankeschön oder vielen lieben Dank. Und ich kann da nicht so näher drauf eingehen. Ich würde ja gerne, wenn ich jetzt die Zeit dazu habe, dann mache ich das auch. Nicht, dass die Leute das mir übel nehmen. Ich will natürlich jedem antworten auf jeden Fall. Das ist schon mein Wunsch. Ja. Wir sind sehr, sehr froh, dass du hier bist heute bei uns in der Sendung. Vielen, vielen Dank schon mal bis hierhin, Menderes. Dankeschön. Und natürlich auch Carsten Krupka. Und gleich wird er auftreten bei uns. Dauert noch ein paar Minuten. Und später werden wir noch viel, viel mehr zu quatschen haben. Und denkt dran, mitmachen beim Gewinnspiel info@bookingfabrik.com. Da könnt ihr richtig tolle Freikarten gewinnen. Vielen, vielen Dank bis hierhin. Jetzt geht's hier erstmal weiter mit dem Klickblick.